Ach, hallo, da seid ihr ja wieder. Ja, willkommen zum neuen Video Segeln mit Morgane. Diesmal das Winterlager in Muros. Ja, diesmal ging es von Ratingen aus nach Niederrhein-Witze zum Flughafen und dann mit Ryanair nach Porto. In Porto dann weiter mit dem Mietwagen ins obere Douro-Tal und dann 300 Kilometer nach Muros zum Schiff. Also zuerst ging es mal mit dem Auto nach Witze, dann weiter mit dem Flugzeug in Richtung Porto. Wie immer bei Ryanair, man muss übers Rollfeld laufen und draußen warten. Aber mitmachen spart halt Geld. Ja, über Paris bei Nacht ging es dann weiter nach Porto, wo wir Mietwagen geholt haben und dann nachts um zwei im wohl kleinsten Hotelzimmer ever eingecheckt haben. Das Zimmer war so klein, dass immer die Tasche dahingestellt hat, wo sie gerade steht, die Tür nicht mehr aufging und man eigentlich auch schon aus dem Zimmer rausgefallen war, bevor man richtig drin war. Am nächsten Morgen ging es dann von der Gegend von Porto Flughafen aus weiter ins Douro-Tal. Wo sind wir denn hier? Das ist der Douro. Bist du sicher? Ja, ziemlich. Anja ist Navi nämlich heute. Wenn die sagt, das ist der Douro, dann ist das der Douro. Auch wenn er glauben sollte, das wäre die Mosel. Da aber kein Mosel-Hochübergang da ist. Weil es auf die Elbe, wir haben uns verfahren. Die Brücke von eben werden wir als Mosel-Hochübergang einschneiden. Marina do Tavora heißt das hier. Nauta Douro. Ja, nebenlos ist, ne? Die Angler gucken mich mindestens genauso bekloppt an, wie ich sie. Ist das nicht schön, wenn alle sich einig sind? Weiter den Douro aufwärts ins Museum de Douro in Peso de Rigua, wo wir alles über die Sherry-Herstellung lernen konnten. Und über den Portwein. Natürlich durfte am Ende auch eine Weinverkostung nicht fehlen. Und so rundete sich unser Wissen über den Portwein dann noch weiter ab. Möchtest du was sagen? Wie fühlst du dich? Kalt. Bist du im Innersten aufgewühlt? Absolut. Total nervös. Ja? Ja. Ich glaube, da trifft das Loch. Was? Das da. Ja, da das kleine schon. Moorloch. Füllen wir ihn jetzt mal. Füll ich mal an. Oh, er hat schon vier Fender draußen. Er hat ja schon die ganze Zeit draußen. Also, wenn er hier erstmal die Kurve gekriegt hat, dann ist er aus dem Strom raus. Ja. Aber es nimmt der Flussquerschnitt ab. Dadurch die Strömungsgeschwindigkeit zu, ne? Ja, muss er mehr gegensteuern. Man sieht. Damit haben die früher in dieser Art Schiffe den Portwein von oberen Douro-Tal, wo wir gerade hinfahren, nach Porto gebracht. Vorne ist einer. Ja, das ist er, der ist gerade von hinten. Das sind zwei Leute. Vielleicht hat er sich auch gerade geklont, kann auch sein. Der ist von vorne, von hinten war nach vorne gelaufen. Da hinten war gerade einer. Am Steuer. Ja, bei dem starken Sonnenschein hat er natürlich sein Sonnensegel und alles draußen. Ja, so eine Rettungsinsel können wir dann mal hinterher fahren, so eine mal abmontieren. Nicht so. Wir sind in Binhao, Bahnhof. Der Bahnhof ist ganz berühmt für seine Fliesen, Fresken, keine Ahnung, Fliesenarbeiten. Die Bilder und Motive aus der Gegend zeigen.
Ein Orangenbaum. Und der Duro. Ja, und so ging es dann weiter nach dem Durotal, die 300 Kilometer nach Norden, im Stockdunkeln, zum Schiff. Das Schiff haben wir dann in Betrieb genommen, also wassertanksvoll, alles ausgepackt, alles festgemacht. Und am nächsten Tag haben wir uns dann die Segelsäcke ins Auto geschmissen und sind die 90 Kilometer bis A Coruña gefahren, über einen recht romantischen Weg, allerdings in sehr guter Straßenqualität. Die Straßen, kann man nur sagen, sind in Galicien sehr gut ausgebaut. Der Segelmacher hatte vorher, hatten wir mit ihm vereinbart den Termin, und er sagte aber direkt, dass er mehrere Tage braucht, um die Segel zu reparieren und zu durchzuschauen. Und so sind wir dann nach A Coruña City, haben eine Stadtrundfahrt gemacht, haben uns die alten Städten, die wir mit dem Schiff schon besucht haben, nochmal angeschaut und waren dann in einer Jamboria. Das ist ein Laden, wo es in erster Linie Schinken gibt, der da oben an der Decke hängt, und natürlich bei unserem Lieblingskonditor, der diese Kunstwerke für 2,50 € produziert. Auf dem Rückweg haben wir dann noch gestoppt. Also darunter, wo die ganzen Mieträder stehen, diese Via de Muros. Hier ist eine geile Bucht. Da unten ist ein Dorf. Da hinten, ich kann es nicht wirklich ranzoomen. Ja, wenn wir jetzt auch nur ein optischer Zoom. Da hinten ist Cabo Finisterre, also der Leuchtturm. Da steht ein Windrad. Weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Da stehen dann noch mehr auf der Kante. Und natürlich Doppelreihe. Das ist mein Mietwagen. Ja, viel früher als geplant hat dann der Segelmacher angerufen und gesagt, wir können die Segel wieder abholen kommen. Und so sind wir dann morgens aufgebrochen nach Santiago de Compostela, um die Kathedrale noch einmal zu besuchen mit dem Grabmal und die Sehenswürdigkeiten von Santiago de Compostela. Inzwischen waren die Gerüste so weit weggeräumt, dass man einen besseren Eindruck von der Grabstelle und von der Kathedrale bekommen konnte. Und wie eigentlich überall in Spanien zu dieser Jahreszeit, wir waren ja kurz vor Weihnachten, war überall weihnachtlich geschmückt und beleuchtet. Wir sind dann weitergefahren zum Segelmacher und dann vom Segelmacher einmal um die Bucht von A Coruña herum nach Santa Cruz und haben jetzt einen sehr ungewöhnlichen Blick auf die Marina von A Coruña und haben einfach mal die Gegend auf dieser Seite erkundet. Bei dem schweren Wetter und dem schweren Seegang überaus spannend. Ja, auch dort gibt es eine Festungsanlage, die ja eigentlich einen unzugänglichen Hafen schützt. Warum die da steht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie heutzutage über eine Holzbrücke erreichbar und genießt einfach ein bisschen die Bilder. Wir haben es auch gemacht. Es war super kalt, aber man konnte auch da in der Gegend eigentlich relativ gut essen. Ja, wir haben es dann so gemacht, dass wir immer morgens nach dem Aufstehen eine Runde am Schiff gearbeitet haben, Wartungen gemacht haben, geprüft haben, kontrolliert haben, was wir alles so zum Einwintern oder im Winterlager am Schiff halt machen müssen. Oder halt Arbeiten durchgeführt haben und dann die Mittagszeit immer genutzt haben, bevor es wieder dunkel wird, für Ausflüge. Hier sind wir jetzt in der Nähe von der Einfahrt zum Ria de Muros an der Atlantikseite und besuchen da halt so ein bisschen die Gegend, einen alten Leuchtturm, verfallene Anlagen. Das war wohl mal ein Sportplatz in der Nähe von Muros. Ja, wir sind dann weitergefahren zum Praia de Luro und zur Lagune de Luro, eine tatsächlich natürlich entstandene Lagune, wo das Wasser halt irgendwann sich einen Zugang gegraben hat durch die Gezeiten und dann eine natürliche Lagune oder ein Naturreservat gebildet hat.
Und ja, steht heute noch unter Naturschutz. Und auch der Strand ist recht bekannt und berühmt über die Grenzen Galiciens hinaus. Am Wetter habe ich übrigens nichts getrickst. Es war wirklich die gesamte Zeit extrem stürmisch. Es sind zwei Sturmtiefs hintereinander über Galicien weggebratzelt und keine ungewöhnliche Lage für Dezember. Aber im Prinzip war eigentlich die gesamte Zeit, die wir da waren, das Wetter nicht gerade optimal. Und wenn es gut war, war es dann mal trocken. Ja, der nächste Ausflug einen Tag später führt uns auf die andere Seite des Ria de Muros. Rechts im Bild verschwindet gerade Luro, wo wir am Tag davor unterwegs waren. Ja, und hier ist jetzt eine keltische Siedlungsanlage mit so einem gewissen Hafen zwischen den beiden Mauern. Und die Anlage selber liegt ziemlich versteckt. Man erreicht sie eigentlich nur mit dem Auto und dann mit einem kleinen Fußspaziergang. Ist aber als solches, wie man sehen kann, noch recht gut erhalten. Die Steinkreise, die dort sind, sind die Grundmauern der alten Häuser gewesen und man kann so ein bisschen erahnen, wie die Siedlung aussah und wie sie aufgebaut war, etc. Ja, die Brandung toste an dem Tag mal ein bisschen ruhiger in der Gegend rum, also war wirklich flacher. Und wie man sehen kann, hat das Wetter sich auch so ein bisschen gebessert. Ja, und der Tagesausflug führte uns dann weiter nach Ribera. Ein Hafen, der ein reiner Fischereihafen ist, der gar keine Plätze für Yachten hat. Aber doch ein ja, ganz nettes Café, nur die Palmen und die schneebedeckten Weihnachtsbäume sind dann so ein bisschen irritierend in Galicien. Aber doch irgendwie ganz witzig in der Vorweihnachtszeit. Ja, am nächsten Tag mussten wir Wäsche waschen, weil die erste Woche war rum. Dann haben wir hier in der Nähe von der Wäscherei halt uns die Gegend mal angesehen. Hier ein paar alte Fischerhäuser und ein paar alte Reinigungsbecken, Waschbecken und ein galizisches Erntehaus. Ja, was da halt alles so rumsteht in der Gegend. Ein ganz witziges kleines Hutzelhäuschen. Auch da scheint es Leute zu geben, die das Leben genießen, auch wenn sie arm sind und in kleinen Häusern wohnen. Am nächsten Tag hat das Wetter sich so weit gebessert, dass es tatsächlich immer Sinn machte, nach Cabo Finisterre zu fahren. Und endlich mal blauer Himmel, das erste Mal seit einer Woche. Ja, und so sind wir dann aufgebrochen nach Finisterre, durch den Ort durchgefahren mit dem Auto und dann zum Kap Finisterre weiter hochgefahren. Sah im Prinzip genauso wie im Sommer aus, nur halt deutlich weniger überlaufen. Ihr erinnert euch, der Camino von Santiago endet in Finisterre. Und ja, ohne Touristen oder mit wenig Touristen ist es auch sehr viel gemütlicher an der Stelle. Der logische weitere Weg führte uns dann die Küste entlang nach Moquia. Mit dem dementsprechenden Leuchtturm. Und auch hier sehr interessant, wie das Ganze aussieht, wenn wenig Touristen unterwegs sind. Und natürlich musste auch die Kirche Labaca besucht werden. Und das Mahnmal oder das Bauwerk, keine Ahnung. Naja, der Felsen auf jeden Fall, der das Ende des Caminos nach Moquia beschreibt oder markiert, wie auch immer. Ja, und dann ging es noch zum Mittagessen in ein Don Quixote-Café und wieder nach Hause. Ja, am nächsten Tag kam dann der angekündigte Sturm mit Orkanstärke über uns hinweg. In Galicien ist es so, dass die Stürme von Süden kommen, weswegen die Morgana auch im Winterlager am Steg genau andersrum liegt als im Sommer. Weil im Sommer meistens der starke Wind aus Norden kommt und jetzt halt aus Süden. Den Motor habe ich schon gemacht, Impeller gewechselt, Benzinfilter, also Dieselfilter, sämtliche getauscht, es sind ja drei, zweimal Vorfilter oder Feinfilter, einmal der serienmäßige Filter und einmal den Ölfilter. Die Filterpatronen sind aus Papier, deswegen wechsle ich auch immer den Feinfilter am Motor mit aus. Obwohl der es nun eigentlich nicht nötig hat, weil da zwei Feinfilter vor sind und eigentlich müssten Filter ja immer gröber werden, aber halt der Motorfilter hat ja dann keine Möglichkeit mehr, dass man dahinter noch irgendwie tätig wird.
Ja, jetzt habe ich im Augenblick noch eine Undichtigkeit am vorderen Wassertank. Und deswegen haben wir jetzt ganz innovativ da am Niedergang einen Schlauch liegen. Hier ist den vorderen Tank so weit gefüllt, bis dass er kurz vor der Undichtigkeit ist. Das Problem ist wie immer herauszufinden, wo exakt das Löchlein ist oder der Riss ist oder irgendwas. Ob es jetzt der, also es ist der Revisionsdeckel, das weiß ich schon. Aber die Frage ist halt, ist es unter dem Deckel oder ist es der Deckel selber? Das geht bei der Einbaulage, vielleicht zeige ich euch das gleich nochmal, nicht ganz so einfach. Ja, und weil ich allein an Bord bin, bis die Tage war ich noch mit jemand anders hier, der konnte dann helfen. Jetzt muss ich den armen Mitreisenden hier mit einem Kabel austauschen. Jetzt habe ich mir einfach den Schalter von der Pumpe verlängert, dass er bis da vorne ins Vorschiff reicht. Da über der Tür hängt er. Hier. Und jetzt kann ich vorne halt zwei Drähte zusammendaddeln. Ich komme aus dem Bereich der Elektrik oder habe mal Elektrotechnik studiert. Von daher traue ich mir auch zwei Drähte vorne zusammenzuhalten. Ja, und dann kann ich jetzt von vorne die Pumpe einschalten. Und ich hoffe, dass der Druck ausreicht, dass ich dann vom hinteren Wassertank oder von dem aktuellen Wassertank dann in den vorderen Wassertank mehr Flüssigkeit reinkriege. Und bei anderen Versuchen war es dann halt so, dass wenn ich dann draußen aufgedreht habe oder den Rüssel rein durch die Luke runtergesprungen, war vorne schon alles geflutet und kam dann auch so viel Wasser raus, dass du gar nicht sehen konntest, wo es jetzt so genau spritzt und gluckert und zischt und so weiter. Ja, so ist das. Mache ich jetzt hier, weil ich noch 3 Tage Winterlager habe. Und ich hoffe halt, dass ich bis dahin an das Schiff wieder alles trocken habe. Und ja, schauen wir mal. Ja, Autofahren in Galizien ist immer wieder spannend, weil dann habe ich jetzt so eine Straße hier mit 90 Stundenkilometern kalkuliert, als wenn man da irgendwie 80 oder 100 fahren dürfte. Und ja, man wird dann dementsprechend halt auf irgendwelchen Nebenstraßen halt wird. Und man muss natürlich abschalten, das war mir ganz am Anfang passiert, wo wir von Portugal hochgekommen sind, von Porto, dass man die Mautstraßen natürlich aktivieren muss, weil Autobahnen natürlich hier Maut kosten. So, ich bin in Sankt-Senchio. Ich muss ein bisschen gucken, ich stehe zwar irgendwie jetzt an der roten Baustellenampel da links im Bild, aber da rechts ist ein Policia Delucado. Nicht, dass der sich jetzt irgendwie echauffiert, weil ich ein Handy in der Hand habe und in einem Auto sitze mit laufendem Motor. Das ist die Bucht von Sanxenxo. Da vorne ist der Schiffsausrüster, wo ich ein paar Teile für Schiff haben will, unter anderem neuen Revisionsdeckel und noch einen Festmacher und so. Und ja, und da drüben ist Porto Novo, also neuer Hafen quasi. Naja, und jetzt hoffe ich mal, dass die Ampel hier irgendwann auf grün geht und nicht rumkommt. Ja, die Entfernung Muros, Sanxenxo, sind so roundabout 100 Kilometer. Man muss ja also gut überlegen, was man braucht und wann man was braucht, um dann halt den nächsten Schiffsschuhbehörladen, der sehr gut sortiert ist und auch ganz okay Preise hat oder Preise hat, die okay sind. Muss man sich also gut überlegen, weil man wirklich eine Stunde unterwegs ist. Ich habe dann noch Pontevedra besucht danach, weil es einfach in der gleichen Richtung war und weil ja mein Plan eigentlich war, halt dann die letzten Tage oder den letzten Tag in Porto zu verbringen. Und dementsprechend habe ich dann Pontevedra da gleich mit abgefrühstückt. Pontevedra, ihr habt eben die Brücken gesehen. Wer Latein kann oder Römisch, dem wird sofort einleuchten. Ponte bedeutet Brücke, Vedra ist dann das Bächlein, also die Brücken über die Vedra. Und Pontevedra ist schon eine relativ große Stadt, mit dementsprechend schöner Altstadt. Und ja, alles in allem ein sehr schönes Städtchen. Nur, dass es alles ein bisschen bemoost ist, weiß ich nicht, steht immer so ein bisschen im Gegensatz zu den Palmen, die da überall rumstehen. Also mich verunsichert das hier immer so ein bisschen. Aber tatsächlich, im Sommer haben wir schönes Wetter und Sonnenschein und alles und da haben wir halt Palmen. So, jetzt habe ich den hinteren Wassertank, den Inhalt gemessen. Das sollten 135 Liter sein, laut Verkaufsprozess, Prospekt. Es sind aber nur 125 Liter, wobei ich jetzt gemessen habe von Pumpe saugt Luft. Dann ist für mich pragmatisch der Tank leer, dann ist immer noch eine Restmenge drin, aber ich persönlich sehe es so, dass der Tank dann leer ist.
Und bei 125 läuft es oben aus dem Überlauf raus. Das ist also dann mit dem Rohr zusammen. Klar, dass das ein bisschen abweicht, dass es jetzt 10 Liter sind, finde ich dann doch ein bisschen heavy. Ich hätte eher gesagt, in 130 Liter, dann würde ich 132 Liter reinkriegen. Und von mir aus 2, 3 Liter bleiben noch drin. Das mit einer Wasseruhr gemessen, dass halt dann das gleiche ist. Eine Wasseruhr habe ich gesagt, glaube ich, habe ich mitgebracht. Vorderen Tank, der ist jetzt dicht, erstaunlicherweise. War eine schwere Geburt. Und den zeige ich euch gleich noch. In den 70 oder 80 Liter Tank, je nachdem welchen Prospekt ich jetzt glauben kann, passen 75 Liter rein, also das passt ungefähr. Ist ja immer minus x Liter, bis dass ich merke, dass der Tank vorne überläuft und am Wasserhahn bin und zudrehe und dann ablese. Also der Osculati-Tank hat das Problem, dass er nach oben kommt, wenn man ihn befüllt, witzigerweise. Mit der Tankentlüftung ist es auch nicht sehr viel anders zu machen, als dass sie vorne dann in den Ankerkasten geht, also Buckel nach unten halt macht. Und dementsprechend ist halt da jetzt Luft mit drin. Auch bei einer anständigen Tankentlüftung, die senkrecht nach oben verläuft, ohne Wassersack drin, die Beulen nicht kommen würden, ich glaube es ja nicht. Ja, ganz wichtig, wenn ihr den Osculati-Tank mal einbauen wollt, ihr müsst da tatsächlich zwei Kanthölzer ziemlich spacks reinmachen in die Vertiefungen, und wenn der Tank leer ist, dann ist er nach unten gebeult. Und wenn er voll ist, verhindert halt diese Kantholzkonstruktion, dass sie da wieder hochkommt. Naja, ihr seht hier schon eine Fußmatte liegen. Die schneide ich jetzt gleich zu und packe sie da rein. Schlicht und ergreifend, weil da vorne die Ölwechselsachen drin sind. Also mein Kugelbehälter, den ich das Öl umfüllen kann. Das ist ganz praktisch. Eine Reserveluftpumpe, die war mal für den Kugelölbehälter geplant. Aber das Kugelding, weiß ich nicht, das brauchst du irgendwie einen Tag lang. Musst du pumpen, richtig anstrengen, damit du irgendwie ein bisschen Öl da rauskriegst. Das Öl lasse ich inzwischen in eine Plastikdose ab oder in zwei Plastikdosen ab. Immer 1 Liter, mache einen Deckel drauf und hole dann damit das Öl raus. Na gut, ja, ihr seht ja also, da ist ein Querlasching drauf, dass der Bereich da nicht so hoch kommt, weil immer dann, wenn es hoch kommt, halt Bewegung drin, und das ist natürlich für Revisionsdeckel und Tankmessgeber und so weiter nicht gerade günstig. Und ja, mal gucken, wie lange das jetzt so hält. Ich hoffe, 1000 Jahre. Ja, leider war das Video zu groß, deswegen gibt es jetzt einen zweiten Teil. Hier endet der Teil 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schaut euch gleich den Teil 2 an. Der heißt genauso wie der Teil 1, nur mit Teil 2 am Anfang oder am Ende. Tschüss.